Willkommen zurück. Passend zum heutigen Reaction-Thema haben die Seiten Watson als auch Zeit Jung jeweils eine Meldung zum Thema Selbstdiagnosen ins Internet gerotzt. Und weil ich mir die nicht allein antun kann, sichere ich mir mit rein. Link zu den beiden Artikeln gibt es natürlich in der Videobeschreibung, als auch der Link zu meinem zweiten Kanal, falls das gesperrt wird. Würde mich freuen, wenn dort nochmal raushauen würdet. Gleiches gilt auch für meine Kooperationspartnerin Autismus ein Brückenkanal. Und wie gesagt, Leute, wollt ihr auch Kooperationspartner werden, dann gebt mir in den Kommentaren halt Bescheid und macht da ein bisschen Radau. Da werde ich definitiv darauf eingehen. Als auch der Link zu meinem DeviantArt-Kanal, wo ich meine Comic-Seiten dabei geben könnt. Als auch der Link zu meinem Fanfiction-Kanal, der hoffentlich eines Tages mal wieder eine neue Geschichte herausmeldet. Aber gucken wir mal. Und wir fangen mit Watson an, der den Titel trägt. Hex für die Seele. Autismus, ADHS und Ticks. Wie normal kann anders wirklich sein? Meine Antwort dazu: Es ist überhaupt nichts normal. Eigentlich sollte man das Wort normal komplett aus dem Duden streichen. Meine Meinung. Ne? Deswegen, fuck mich lang drum rum. Los geht's. Geht mal nach den sozialen Medien, liegen Begriffe wie Hashtag ADHS, in Klammern fast 408 Millionen Mal bei TikTok aufgerufen, Klammer zu, oder Hashtag Autismus, Klammer auf, über 278 Millionen TikTok-Aufrufe, Klammer zu, voll im Trend. Jetzt kommt nicht mit dem Witz wegen Trenddiagnosen. Furchtbar witzig. Nicht. Weiter geht's. Neurodiversität ist der Überbegriff, unter dem man psychologisch begründete Verhaltensweisen oder auch Störungen zusammenfassen kann, wobei bei weitem nicht jede Andersartigkeit als Störung gewertet werden sollte. Und ich kann nur sagen, Leute, Hässlichkeit sehe ich nur bei diesem Artikel. Hört mal endlich auf, ADHS als auch Autismus als Störungen zu bezeichnen. Meine Güte. Kann man sich nicht ausdenken. Weiter geht's, komm. Mit der Kinder- und Jugendtherapeutin Miriam Hoff spricht Watson im Rahmen der Reihe Hex für die Seele regelmäßig über mentale Gesundheit und psychologische Phänomene. Sie sagt: Ich persönlich finde den Ansatz der Neurodiversität spannend und auch wichtig. Weg von der Pathologisierung hin zu neurologischer Vielfalt. Doch warnt Hoff auch davor, man dürfe darüber hinaus, in Anführungsstrichen, die wirklich Kranken nicht vergessen und schon gar nicht die psychischen Krankheiten herunterzuspielen. Fun Facts: ADHS als auch Autismus sind keine Krankheiten. Vor allem keine psychischen Krankheiten. Weil das wäre falsch. Und jetzt machen wir mal eine Fotoanalyse. Schön ist sie, das muss man ihr lassen. Wow. So ein Verlobungsring, oder ist das ein Ehering? Ich glaube, das sind beide Ringe, ne? Eine davon hat eine Blume, glaube ich. Noch ein Ring? Na gut, wahrscheinlich nur aus Spaß. Und ein Ring mit einer Blume dran. Da kriege ich momentan Flashbacks, wenn ich daran denke. Aber warum? Ach ja, Wedding Peach. Jetzt haben wir es. Ach ja, zurück zur Fotoanalyse. Sind die Treppen hier überhaupt echt im Hintergrund? Naja, ich schätze mal, das ist wahrscheinlich echt. Und bei ihr fehlt nun mal leider
das rechte Ohr. Das rechte Ohr ist einfach nicht da. Weiter geht's. Was bedeutet Neurodiversität? Neurodiversität setzt sich aus dem Begriff Neuro, also den Nerven, und dem Begriff Diversität, also Vielfalt, zusammen. Die Forschung und Therapie geht mit der Annahme neurodivers davon aus, dass neurobiologische Unterschiede im Gehirn eine Vielfalt präsentieren und damit die Unterschiedlichkeit der Menschen ausdrückt, also keine Störung oder Krankheit darstellt. Na also, so wird's erklärt. Warum nicht gleich so? Weiter geht's. Die politische Dimension des Begriffs. Als Wort beschreibt Neurodiversität die gesamte Menschheit. Aber die Neurodiversitätsbewegung ist eine politische Bewegung für Menschen, die ihre Menschenrechte einfordern. Eine politische Bewegung für Menschen, die ihre Menschenrechte einfordern? Wenn es überhaupt eine politische Bewegung ist, von Judy Singer so beschrieben, warum gibt es über die sogenannte politische Bewegung für Neurodiversität keine Partei? Und vor allen Dingen, was ist mit der Autistenpartei los? Von denen hört man überhaupt nichts mehr. Aber ich sage es euch mal ganz ehrlich, die Vereinte Autistenunion ist und bleibt das offizielle Sprachrohr für alle Menschen im Autismus-Spektrum. Und sollte die Autistenpartei wieder reaktiviert werden, dann werden wir uns einen Platz in dieser Partei auch erkämpfen. Und das geht halt nicht im Alleingang, sondern wir alle zusammen. Denn ich bin für die absolute Einheit der Menschen im Autismus-Spektrum. Und dafür steht die Vereinte Autistenunion auch. Gehen wir weiter. So ist der Begriff Neurodiversität von der australischen Soziologin Judy Singer 1997 in ihrer Bachelorarbeit zum ersten Mal geprägt worden. Zitat: Ich nannte es eine persönliche Erforschung einer neuen sozialen Bewegung, die auf neurologischer Vielfalt basiert, und verkürzte das dann auf Neurodiversität, sagt sie im Interview mit Deutschlandfunk Kultur. 1997, also gut ein Jahr vor meinem ersten Autismusbericht für die Einschulung. Weiter geht's. Was fällt alles unter Neurodiversität? Unter Neurodiversität fallen Aufmerksamkeitsstörungen wie ADS und ADS, Entwicklungsstörungen wie Lese-, Rechtschreibstörung, Rechenstörungen oder Sprach- und Motorikstörungen, erklärt die Therapeutin Miriam Hoff. Fotoanalyse haben wir schon mal gemacht, das ist sicher. Aber jetzt. Nochmal. ADS und ADHS haben bei ihrem letzten Buchstaben nicht das Wort Störung oder Störungen, sondern Syndrom. Syndrom ist das, was bei S zu verstehen ist. Meine Güte. Einige lernen es wohl nie, aber gut, ich lese aber weiter, komm. Auch Störungen aus dem Autismus-Spektrum gehören dazu, von Asperger bis Scanner. Asperger bis Scanner? Sehr lustig. Der war gut. Scanner. Was ist denn ein Scanner-Syndrom? Hä? Watson? Haben wir etwa zu viel Aspartam hier konsumiert oder was? Weil in letzter Zeit häufen sich halt die Meldungen, dass Aspartam krebserregend ist. Und ich schätze mal, dieser Artikel selbst ist schon krebserregend. Das spürt man. Das spürt man beim Lesen. Bei einem selber. Weiter geht's. Des Weiteren das Tourette-Syndrom, sogenannte Tics, und das Phänomen der psychischen Hochsensibilität. Ich wollte aber jetzt nicht etwa erzählen, dass es auch Selbsttests auf TikTok um das Thema Tourette-Syndrom auch bestellt ist. Wenn ja, dann will ich gar nicht wissen, was da auch für Falschmeldungen produziert wurden.
Wenn man sich unbedingt testen will, dann nur bei Experten und nirgendwo anders. Und deswegen kommen wir jetzt zur zweiten Meldung von Zeit Jung natürlich. Und ja, das Bild passt auch sehr gut zu Watson und vielleicht auch diesem Artikel hier. Das bereitet auch Kopfschmerzen. Oder, wie ich es vorhin angesprochen habe, mit dem Aspartam, auch Krebsleiden. Aber mal schauen. Der trägt den Titel: Wieso Selbstdiagnosen über Social Media gefährlich sind. Ja, habe ich ja die ganze Zeit auch gesagt. Und deswegen würde ich mal sagen, fuck wie ich lang drum rum. Und Abfahrt, Leute. Auf TikTok läuft man immer wieder Videos über den Weg, in denen verschiedene Symptome aufgelistet werden. Ja, also auf TikTok laufen immer Videos über den Weg, das stimmt. Aber macht das YouTube nicht auch? Ich frag für einen Freund. Und außerdem, schon beim Wort Symptome allein, werden wir gleich auch das Wort Krankheit auch hören? Gucken wir mal. Sie sollen Anzeichen dafür sein, dass man unter allen möglichen psychischen Krankheiten wie Depression oder Autismus leidet. Tada! Wusste ich's doch. Autismus ist keine Krankheit. Meine Güte. Und wir leiden nicht an unserem Autismus selbst, sondern an der Umgebung um uns herum. Weiter geht's. Wieso die daraus folgenden Selbstdiagnosen über Social Media aber auch gefährlich werden können, erfahrt ihr hier. Genau, und beim Wort hier habt ihr vergessen, einen Link reinzusetzen. Aber ihr seid ja nicht die erste Quelle, denen das nicht gelungen ist. Weiter geht's. Ist das nicht auch sinnvoll? Fragezeichen. An sich ist es nichts Schlechtes, mehr und offen über psychische Krankheiten zu sprechen, die noch viel zu häufig ein Tabuthema sind. Fun Fact: Autismus ist keine Krankheit. Weiter geht's. Die Verbreitung von TikToks, in denen Userinnen von ihren eigenen Erfahrungen erzählen, können somit vielleicht dabei helfen, dass sich andere nicht so alleine fühlen. Obwohl wir schon bei Gendern sind. Ja, also, da gibt es halt schon Meldungen, wo sie das Gendern gar nicht mehr empfehlen würden, also. Und deshalb bin ich der Meinung, dass das Gendern so oder so aussterben wird. Und das werden wir in den kommenden Artikeln ja auch Schritt für Schritt auch bemerken. Natürlich wird es weiterhin Quellen geben, die halt hart daran festhalten, aber man wird dann auf weniger Gegenliebe stoßen. Und bei der letzten Generation wird nur noch Hass übrig bleiben. Eigentlich hätte schon seit dem Tod von Sandra Oman längst gegen letzte Generation unternehmen müssen. Aber früher oder später, es gibt ja so einen Boomerang-Effekt. Das kommt auf einem auch zurück. Man muss nur so reflektiert genug sein, dass man den Boomerang wieder einfängt und dann wieder rauswirft. Aber das können die alle zusammen ja gar nicht. Die von der letzten Generation können ja nicht mal richtig Leute angucken. Und dann soll man uns im Autismus-Spektrum halt unterstellen, wir können nicht Leuten in die Augen schauen. Das ist Quatsch. Die letzte Generation ist es, die andere Menschen nicht in die Augen schauen können. Und genug Beweise gibt es schon, Leute. Genug Dokumentation, die das alles belegen können. Und es reicht nur eine einziges. Weiter geht's. Auch das Schamgefühl kann damit womöglich überwunden werden und es fällt leichter, professionelle Hilfe zu suchen. Sollte man auch machen, wenn man sich halt wirklich testen will. Weiter geht's. Aber Expertinnen sehen auch, dass diese Videos Gefahren mit sich bringen. Selbstdiagnosen über Social Media zu machen, ist meist eben einfach zu wenig gestützt. Ganz klar.
Weil Selbstdiagnosen ersetzen auch keinen Besuch beim Experten. Ganz einfach. Nächste Frage. Wieso gibt es Kritik? Fragezeichen. Die Videos sind häufig eher vage und lassen wenig Platz für Differenzierung übrig. Und vor allen Dingen sind die auch hochkant eingestellt, ne? Weiter geht's. Dr. Martin Jung macht sich besonders um die jüngeren Zuschauerinnen Sorgen. In diesem Alter sind viele auf der Suche nach der eigenen Identität. Dazu kommt das Problem des TikTok-Algorithmus. Sieht man also ein solches Video an, in welchem über verschiedene Symptome für Beispiele Autismus gesprochen wird, kann es sein, dass man viele davon an sich selbst wiedererkennt und deswegen das TikTok speichert. Bald daraufhin ist die ganze For You-Page voll mit möglichen Autismus-Anzeichen. Und das ist in einer Zeit, in der man ohnehin schon unsicher über das eigene Selbst ist, eher kontraproduktiv. Wenn man dann aber gar nicht unter der Krankheit leidet, kann es passieren, dass man sich in die falsche Richtung informiert. Erstens mal, Autismus ist keine Krankheit. Zweitens, wir leiden nicht an unserem Autismus selbst, sondern an der Umgebung um uns herum. Und drittens, die falsche Richtung. Ja, anscheinend in die Quellen reinsteigern, wo Autismus als Ursache für Impfung klassifiziert wird, wie es zum Beispiel Quellen wie unser Mitteleuropa und andere rechtsgerichteten Quellen hier ohnehin immer und wieder weiter verbreiten. Psychologin Siri Ferix warnt vor Abwärtsspiralen. Sollte man also immer mehr zutreffende Symptome finden, redet man sich die Diagnose selber irgendwann ein, ohne dass die Krankheit wirklich diagnostiziert wurde. Diese beiden Artikel von Watson als auch die von Zeitjung jetzt gerade sind die wahren Krankheiten. Autismus nicht. Weiter geht's. Bei Depressionen ist das Ganze ähnlich. Man sieht ein Video, in welchem gesagt wird, Antriebslosigkeit bedeutet, man ist depressiv. Daraufhin stellt man die Selbstdiagnose und zieht sich selber immer weiter runter. Das kann auch aus dem Wunsch dazu zugehören passieren. Man möchte also quasi, dass auch die anderen Symptome zutreffen, damit man nicht alleine ist. In der Psychologie läuft eine Diagnose etwas anders ab, so Siri Ferix. Ein einziges Symptom bedeutet eben noch nicht, dass man an Depressionen leidet. Ja, und dieses Previous Post, ne? Was steht hier? Experiment. Kann man mit diesen 12 Schritten ein besserer Mensch werden? Ja, jetzt kommt nicht mit diesen anonymen Alkoholiker-Knicke von South Park. Meine Güte. Die Folge ist zwar gut, die Sache mit der blutenden Maria, aber sowas gleichzeitig als Artikel noch anzupreisen. Natürlich nicht aus der South Park-Folge an sich, sondern eher an diesen 12-Schritten-Programm. Das wäre dann halt nicht mehr so anonym, wie die das gerne hätten. Weiter geht's. Selbstdiagnosen über Social Media können besonders gefährlich werden, wenn man auch selber die Behandlung entscheidet. Ja, kommt drauf an, welche Behandlung. Also, da gibt es zum Beispiel Experten, die einfach nur Tests hier machen. Oder es gibt auch böse Gestalten, wie zum Beispiel die von der MMS-Bewegung oder die, die die ABA-Therapie gut finden. Und deswegen ist er weiter. Man sieht beispielsweise ein Video einer Userin, welcher bestimmte Medikamente gegen ihre diagnostizierte Krankheit nimmt und beschließt, dass diese auch bei einem selbst helfen müssen. Ja, und schon bei sowas hier, das Gendern falsch zu setzen hier, da kriegt man neutrale Stimmung hier. Entweder ihr macht es jetzt richtig und repariert euren Artikel. Oder ihr lasst es ganz bleiben. Ich würde euch zweites eher empfehlen. Lasst diese falschen Sternchenanzeichen einfach weg.
Ich fühle schon, wie diese Frau auf eurem Symbolbild hier. Kopfschmerzen ohne Ende. Weiter geht's. Das kann böse enden. Krankheiten sowie deren Behandlungen sind individuell. Sag dich doch. Es gibt gute Experten oder es gibt böse Experten. Und böse Experten sind lebensgefährlich. Weiter geht's. Sich selber zu diagnostizieren ist die eine Sache, selber über die Behandlung zu bestimmen eine andere. Stimmt, man muss über die eigene Behandlung selbst entscheiden können. Und wenn man dann zu den bösen Leuten geht, dann hat man als Mensch im Autismus-Spektrum 1000%ig die Arschkarte. Was soll ich dazu noch sagen, Leute? Es sind zwei Artikel, wo noch vieles getan werden muss, auch bezüglich auf das Sternchen, ne? Wenn man schon gendert, dann wenigstens so, dass man diesen Artikel noch lesen kann. Und nicht, dass man hier zu viele Wörter hier aufschreibt, damit daraus falsches Zeug rauskommt. Und jetzt zum Thema alleine zurück. Wenn man schon unbedingt sich testen lassen will, dann geht man halt nach der für sich selbst aufgenommenen Selbstdiagnose einfach zum Experten. Aber zu einem guten Experten. Wenn man zu einem falschen Experten geht, dann heißt es ja, wir werden dich heilen mit unserem komischen Wasser und unsere komische Salbe und ach, was weiß ich noch nicht alles. Also geht lieber zu richtigen Experten, die euch einen Fragebogen in die Hand drücken. Und ihr dürft auch nicht vergessen, eure Grundschulzeugnisse mitzubringen. Danach gibt es ein Vier-Augen-Gespräch mit der Expertin. Und danach kriegt man nach ein oder zwei Tagen per Post die offizielle Diagnose zugeschickt. Und dann hat man endlich Gewissheit. Und deshalb meine Frage an euch, was haltet ihr zu diesen beiden Artikeln? Schreibt es gerne in die Kommentare, Meinung etc. pp. Also auch sie zu liken, also wie zu teilen. Als auch den Abo-Button mit der Glocke zu aktivieren, damit ihr kein weiteres Video mehr verpasst. Und wir sehen uns dann morgen mit zwei weiteren Videos wieder. Morgen gibt's auch eine weitere Reaction 2. Und ich würde mal sagen, ciao Leute!